Gesehen, dass das beliebteste Video von euch der Krefelder Zoo war. Deswegen haben wir jetzt auf unserer Durchreise gedacht, wir besuchen jetzt einfach mal den nächsten Zoo, und zwar den Zoo in Amneville. Hier ist der Plan vor uns. Wir sind jetzt gerade durch den Eingang gegangen und man sieht hier ganz schön, dass wir jetzt hier verschiedene Tiere haben, die in Regionen eingeteilt wurden. Wir haben einmal das den afrikanischen Bereich, dann haben wir Nordamerika, Südamerika, die Wasserwelt, Tiere des Waldes, Katzenwelt, asiatische Tiere und noch vieles, vieles mehr. Und wir nehmen euch natürlich mit, also habt viel Spaß beim Gucken. Bis gleich! Wir sind jetzt hier in der Welt der Katzen und stehen jetzt hier genau vor dem Gehege vom weißen Tiger. Und wir sehen jetzt, wie er immer so auf und ab läuft, also sehr majestätisch dieses Tier. Ich habe sowieso noch nie im Zoo einen Tiger gesehen, muss ich zugeben, schon gar nicht einen weißen Tiger. Ich finde das sehr speziell und ich habe jetzt nachgelesen, dass nur 100.000 Tiger pro Neugeburten ja im Prinzip weiß werden. Also super, super selten, dass das überhaupt in der Natur vorkommt. Deswegen ist das natürlich echt eine Besonderheit, dass man das jetzt hier so im Zoo sehen kann und wie er jetzt so ab und auf stolziert und auch teilweise auf uns zuläuft, da kriegt man schon so ein bisschen mit der Angst zu tun. Ja, aber manche Katzen konnten wir jetzt leider nicht antreffen. Die waren jetzt nicht im Gehege, wahrscheinlich werden die noch gefüttert oder geputzt, verpflegt, wie auch immer. Aber ja, das Gröbste haben wir auf jeden Fall gesehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind jetzt hier gerade bei meinen Lieblingstieren, den Löwen. Und ja, die chillen jetzt hier richtig schön entspannt auf dem Boden rum. Ich finde es vor allem geil, wie der jetzt hier rumlungert auf dem Rücken. Ja, die Löwen, die sind ja sehr extreme Gruppentiere. Die bleiben immer in einer Gruppe zusammen. Also teilweise auch riesengroße Gruppen, bis zu 24 Löwen können zum Beispiel in einer Gruppe sein. Eine bestimmte Anzahl von Männchen und eine bestimmte Anzahl von Weibchen. Die Weibchen sind normalerweise dafür zuständig, die Beute zu jagen, und der Löwe, der männliche Löwe, ist dazu da, die Gruppe zu beschützen, wenn irgendwie Feinde kommen oder aus den Gebieten verdrängt werden. Ja, auf jeden Fall haben wir gehofft, dass wir die jetzt hier so ein bisschen mehr in Aktion sehen können, aber die haben wahrscheinlich ihren eigenen Tagesrhythmus gerade. Aber ist ja auch nicht schlimm, ich kann es nachvollziehen, es ist auch super heiß heute. Und wir stehen jetzt hier gerade auf einer Plattform. Hier kann man das ganze Gehege sehen und wir gehen jetzt einfach mal weiter und gucken, was uns noch so erwartet. Wir sind jetzt hier gerade beim Puma und das Besondere an dem Puma ist, dass die wirklich Meister sind im Springen. Also der Puma kann 5 Meter hoch und 8 Meter weit springen, also auf jeden Fall eine beachtliche Menge. Und ich habe das Gefühl, den Puma, den wir jetzt vor uns haben, ist auch so ein bisschen charismatisch und kamerageil. Weil er jetzt hier schon die ganze Zeit an der Scheibe herum stolziert, mit der Erwartung, dass man ihn irgendwie filmt oder fotografiert. Und ja, er legt sich jetzt hier gerade hin und putzt sich ein bisschen. Ja, und jetzt guckt er uns auch ganz, ganz demonstrativ an, so von wegen, ja, fotografiert mich auch von meiner Schokoladenseite. Also auf jeden Fall cooles Tier. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Wir sind jetzt hier beim Eisbären. Und ja, der Eisbär, der wird bis zu 700 Kilo schwer. Und als Baby wiegt er nur 600 Gramm, wenn man sich mal vorstellt, was da an Masse noch dazu kommt. Und damit der Eisbär überlebt, frisst er bis zu 50 oder 60 Seehunde oder Robben im Jahr. Also eine beachtliche Menge. Und das ist natürlich ein Tier, was besonders durch den Klimawandel sehr bedroht ist.
ja, das ist natürlich echt traurig, weil gerade wenn man das jetzt hier noch so im Zoo sieht, dann wird man irgendwie so wehmütig, weil man sich denkt, mein Gott, hoffentlich gibt's den Eisbären noch so lange. Das Gehege ist auf jeden Fall hier wunderschön, mit Wasserfall, mit dem Becken. Wir sind jetzt hier beim Elefanten und die haben jetzt hier im Zoo echt einen riesengroßen Bereich. Es gibt jetzt hier zwei Elefanten, einen richtig großen, also vor dem stehen wir jetzt auch gerade. Und dann gibt es hier weiter rechts, also wenn man dann durch diese Stahltür geht, ist dann nochmal ein weiteres Gehege, auch riesengroß, mit einem etwas älteren Elefanten. Also auch auf jeden Fall schon ausgewachsen. Und ja, wir befinden jetzt uns mitten in Afrika, sozusagen. Wir sind jetzt hier gerade bei den Nashörnern. Und wir haben jetzt auch hier wieder ein sehr großes Gehege. Hinter uns ist auch ein weiteres Nashorngehege. Da sind, glaube ich, noch drei weitere Nashörner drin. Aber man sieht auch jetzt hier schon ganz gut, wie groß die sind. Ja, die bewegen sich jetzt hier gerade Richtung Schatten. Um 6:30 werden die hier im Zoo gefüttert. Thank you.